Christen konnten nicht überall mit Wohlwollen rechnen. Auch das prägte die neue, dieser junge Religion. Heiden ergossen sich in Spott und Häme über die Anhänger des Jesus. Gerüchte kursierten. So sollten die Christen einem inzestuösen Geschlechtsleben frönen. Sie sollten Kannibalismus betreiben. Marcus Cornelius Fronto schrieb, die Christen seien eine obskure, lichtscheue Gesellschaft, stumm in der Öffentlichkeit, dafür geschwätzig in den Winkeln. Auch die römische Verwaltung hatte relativ rasch mit den Christen zu tun, denn sie wurden mit dem Vorwurf konfrontiert, die Anhänger dieser neuen Religion würden die römischen Götter missachten. Sie würden damit die öffentliche Ordnung stören und die Autorität des Kaisers aushöhlen. Die römische Religion, der römische Staat war ja prinzipiell religiös tolerant, allerdings musste man die Staatsgötter schätzen. Trotz dieser Vorwürfe, die bereits um 100 auftraten, dauerte es noch bis ins 3. Jahrhundert, bis auch eine systematische Christenverfolgung stattfand. Die erste größere Kampagne fand unter Kaiser Decius 249 bis 251 statt. Er wollte eine Rückkehr zur alten Religion. Unter Valerian erfolgte dann 257, 58 eine neue Verfolgungswelle. Diesmal gab es auch Versammlungsverbote, Verbannung und Güterkonfiskation. Christliche Senatoren verloren Rang und Vermögen. Unter Kaiser Diokletian 284 bis 305 erfolgte schließlich eine dritte Verfolgungswelle. Auch er versuchte eine Regeneratio Imperii durch Wiederherstellung der alten römischen Kulte. Die Verfolgung von 305 bis von 303 bis 305 verlief im Osten und im Mittelmeerraum sogar überaus blutig. In Gallien hingegen wurden nur Kirchen zerstört. Zum Teil dauerte diese Verfolgung sogar bis 311. 312 dann kommt es zur sogenannten konstantinischen Wende. Konstantin siegte bekanntlich in diesem Jahr in der Schlacht an der Milvischen Brücke über seinen Rivalen Maxentius. Vor der Schlacht soll Konstantin ein weißendes Lichtkreuz am Himmel gesehen haben und auf diesem Kreuz stand eine Inschrift mit In hoc signum vinces. Konstantin war dann auch von 306 bis 337 römischer Kaiser und er hat das Christentum massiv geprägt. Jetzt im 4. Jahrhundert war die Zeit für das Christentum im Reich gekommen. 313 folgte das sogenannte Mailänder Edikt, das den Christen einmal Toleranz versprach, und 325 kommt zum ersten großen bedeutenden Ereignis. Ein ökumenisches Konzil wird nach Nicea einberufen. Dieses Konzil ist bis heute bedeutend, weil es damit für alle auch danach entstehenden christlichen Kirchen die Grundlage schuf. Es sind Regelungen, die bis heute eingehalten werden. Es sind Gebete, die bis heute gebetet werden, die hier festgelegt worden sind. Der Kaiser Konstantin nahm auch persönlich Einfluss auf dieses Konzil. Er war es auch, der zu diesem Konzil eingeladen hat. Auch sonst kann man durchaus davon sprechen, dass Konstantin dieses Christentum gefördert hat. Konstantin führte die Sonntagsruhe ein. Er schuf also auch unseren bekannten Kalender mit der Wocheneinteilung. Allerdings muss man diesen Konstantin auch im Kontext des Sol Invictus-Kultes sehen. Deshalb war es ein Dies Solis, ein Sonntag, der hier begangen wurde.
Konstantin betätigte sich aber auf der anderen Seite als Stifter und Kirchenbauherr. Er förderte das Christentum und insbesondere auch die diversen Bischöfe. In Rom zum Beispiel war er es, der den Ausschlag gab zur Errichtung einer Basilika über dem Petrusgrab. Er stellte dem römischen Bischof dann auch den Lateranpalast als Residenz zur Verfügung. In Jerusalem veranlasste Konstantin den Bau der Grabeskirche, in Bethlehem der Geburtskirche und auf dem Ölberg der Himmelfahrtskirche. Insgesamt kann man feststellen, dass mit Konstantin eine rege christliche Bautätigkeit einsetzte. Großbauten werden errichtet. Die Sitze von Bischöfen und Patriarchen werden durch Repräsentativbauten, kaiserliche Repräsentativbauten aufgewertet. Allerdings ist die Frage der persönlichen Religion von Konstantin eine durchaus umstrittene. Konstantin soll ja am Sterbebett die Taufe empfangen haben und zum Christen geworden sein. Das dürfte allerdings eine Fiktion des Mittelalters sein, denn er war es ja, der den Sol Invictus-Kult als neuen Reichskult vor allem prägte, also den Kult Sol, den Sonnengott. Viele seiner Maßnahmen deuten auch in diese Richtung, dass das mehr seine Religion gewesen wäre.